Armutsfalle, Energiekrise. Diskussionen über explodierende Preise, geopolitische Ursachen, mögliche Gegenmaßnahmen und anstehende Proteste. Mit Sevim Dadelin, Mitglied des Bundestages und Obfrau im Auswärtigen Ausschuss, und Michael Prütz vom Protestbündnis Heizung, Brot und Frieden. Die Veranstaltung wurde moderiert durch Hermann Werle von der Redaktion des Mieterechos. Teil 2. Sevim Dagdilin. Vielen Dank für die Veranstaltung und die Einladung. Ich bin gerne gekommen und ich bin auch gerne auf dem Podium mit Michael Prütz. Und die Veranstaltung heißt ja Armutsfalle, Energiekrise, Ursachen, Gegenmaßnahmen und Proteste. Und tatsächlich ist es ja so, dass die explodierenden Preise bei Energie, Lebensmitteln, bei den Mietkosten dem Großteil der Bevölkerung tatsächlich Angst und Existenznot herrscht bei ihnen oder dafür sorgt. Aber Millionen Menschen sorgen sich nicht nur, ob und wie sie die Krise bewältigen können. Sie sehen eigentlich auch schon, dass sie eben die Kosten nicht tragen können, die auf sie zukommen, etwa die Verdopplung der Stromkosten, die für das kommende Jahr ja für alle quasi anstehen. Und das ist nämlich heute schon so, wenn man sich mal anguckt, nämlich bei den Neukunden, dass die Neukunden bei den Energieriesen, bei den Stromriesen horrende Preise zahlen müssen. Ich habe da mal so ein Beispiel. Als Bestandskunde bei Vattenfall bezahlt man aktuell in Berlin 32 Cent pro Kilowattstunde. Und wenn man als Studienanfänger in Leipzig ankommt zum Beispiel und in Leipzig dann einen neuen Vertrag abschließt, kostet das mindestens 66 Cent pro Kilowattstunde. Und das beim gleichen Strom und gleichen Anbieter. Es ist derselbe Anbieter, derselbe Strom, der gleiche Konzern. Und die, da muss man sich natürlich fragen, so, woher kommt diese Krise? Ja, wo kommt sie her? Und da muss man... Und da kommen wir zu einem Thema, was als Elefant im großen Raum meistens da ist. Diejenigen, die das ansprechen, werden dann diffamiert. Und diejenigen, die meinen, man kann das ausklammern, die machen den Menschen einfach etwas vor. Die Wirtschaftskrise, in der wir jetzt gerade leben, ist dem Wirtschaftskrieg geschuldet. Und nichts anderes ist die geschuldet. Dem Wirtschaftskrieg, die der Westen Russland als Reaktion auf den Ukraine-Krieg quasi als Reaktion begonnen hat. Und der jetzt aber wie ein Bumerang zurückschlägt auf die Verursacher. Das ist eigentlich, wir sanktionieren uns selbst. Und eigentlich, gestern meinte ein Journalist zu mir aus dem Kaukasus, der meinte, eigentlich ist es ja noch nicht mal ein Wirtschaftskrieg gegen Russland, es ist ein Wirtschaftskrieg gegen Deutschland selbst. Also im Effekt sozusagen, als Ergebnis. Und tatsächlich steht Deutschland eben infolge dieser irrsinnigen Politik, vor der größten sozialen Krise seit Jahrzehnten. Und ich will das auch kurz ausführen, weil es immer wieder heißt, naja, das ist ja nicht wegen den Sanktionen. Die Sanktionen der Europäischen Union und der USA sind umfassend und richten sich gegen die gesamte russische Wirtschaft. Die Maßnahmen, aus denen seit Februar 2022 von der EU verhängten, mittlerweile 8. Sanktionspaket, wir haben ja 8 große Sanktionspakete beschlossen, sind eben nicht, wie behauptet, zielgerichtet, etwa auf die Militär- und auch die Machtelite sowie die Rüstungsindustrie zielgerichtet, sondern sie sind umfassend, sie haben keine Ziele und sind nicht beschränkt. Die verabschiedeten Maßnahmen sind umfassende Finanzsanktionen, das sind Wirtschaftssanktionen mit Export- und Importbeschränkungen sowie Einfuhrstopps von Kohle und Öl, und die Sanktionen umfassen auch Waren, Dienstleistungen und Produkte, und die eben nicht unmittelbar kriegsrelevant sind, zum Beispiel Düngemittel. Ja? Und die Strafmaßnahmen zielen auf die gesamte russische Wirtschaft. Die EU-Kommissionspräsidentin, ihr kennt sie, Ursula von der Leyen, ja, hat das Ziel nämlich am 24. Februar bereits unmissverständlich klar umrissen. Sie sagte, Inflation antreiben, Kapitalabflüsse verstärken und die industrielle Basis schrittweise schwächen. Das sind die Ziele sozusagen. Und Bundesaußenministerin Annalena Baerbock von den Grünen sagte gleich heraus, worum es geht. Zitat, Russland ruinieren.
Darum geht's. Es geht nicht um nur Rüstungsindustrie, es geht nicht um die Militär- oder die Machtelite. Und tatsächlich wird die russische Wirtschaft, da muss man auch sagen, okay, was passiert eigentlich mit diesen Sanktionen? Was für eine Wirkung haben sie in Russland? Tatsächlich ist es so, dass die russische Wirtschaft von den Sanktionen insgesamt durchaus geschwächt wird. Ja? So sind zum Beispiel die Lieferketten in Russland gestört, es gibt Versorgungsengpässe und der Internationale Währungsfonds sagt zum Beispiel, prognostiziert eine schwere Rezession mit Wachstumseinbußen von 8 bis 12% des russischen Bruttoinlandsproduktes. Das heißt, sie haben schon eine bestimmte Konsequenz und für diesen Herbst und Winter wird erwartet, dass diese Sanktionen den russischen Arbeitsmarkt in seiner Breite und damit auch, muss man sich auch mal vorstellen, also was heißt Arbeitsmarkt in der Breite, auch die unteren Einkommensschichten spürbar treffen werden. Ja? Und man muss aber trotzdem sagen, dass gleichwohl die Sanktionen, wie etwa Technologieembargo zum Beispiel, also die Kriegsführungsfähigkeit Russlands zu schwächen, der Krieg ist bis heute nicht gestoppt, ist nicht erzielt worden, die zu schwächen oder zu stoppen. Was aber passiert ist, ist, dass infolge dieser Sanktionen die Energiepreise einfach explodiert sind. Sie sind explodiert und sie füllen ja, und da kommen wir dazu, ob man die Ziele erreicht, die man erklärt hat. Und diese Energiepreise sind ja nach Logik des Westens, ob es jetzt komplett so stimmt oder nicht, ist mal dahingestellt, aber sie haben ja gesagt, sie wollen die Kriegsführungsfähigkeit und die Kriegskasse Putins nicht mehr füllen. Ja? Durch die steigenden Energiepreise allerdings wird die Kriegskasse erst recht gefüllt. Das heißt, die Sanktionen führen dazu, dass die Kriegskasse vom russischen Präsidenten geführt wird. Was man ja erklärt hat, was man genau das Gegenteil erreichen möchte. So, und die Energiepreisexplosion gleicht die Rückgänge bei der Lieferungen beim Westen aus, bei weitem. Sie weichen die aus, diese Energiepreise. Das heißt, ich habe doch mal die Zahlen, im ersten Halbjahr 2022 fuhr zum Beispiel der russische Energiekonzern Gazprom nach eigenen Angaben einen Rekordgewinn von umgerechnet 41,6 Milliarden Euro ein, im ersten Halbjahr. So kann Russland sowohl seine allgemein ökonomischen Verluste teilweise abfedern, als auch vor allem aus China und Indien zum Beispiel Elektronik und Computertechnologie weiter importieren, die sie sozusagen für ihre Militärtechnologie brauchen. Also Stichwort Kriegsführungsfähigkeit schwächen, verfehlt, kann man nicht schwächen. Und zu den Gewinnern, also wenn wir sagen, okay, die Verlierer scheint ja Russland nicht zu sein, die machen ja immer noch Kohle und können das ausgleichen durch die steigenden Energiepreise, und wir verlieren hier, weil das schlägt als Bumerang zurück. Wer ist der Gewinner eigentlich dieser Krise im Moment? Der Gewinner sind diejenigen, die über dem Teich sozusagen auf der anderen Seite sind. Da gehören zum Beispiel die US-amerikanische Fracking-Industrie dazu, die ihr teures, noch umweltschädlicher produziertes Fracking-Gas, Flüssiggas sozusagen, das russische Gas ersetzen soll, die jetzt zu Mondpreisen, der Wirtschaftsminister Habeck hat ja auch sich jetzt beschwert über Mondpreise, über das Gas, das Flüssiggas, was aus den USA kommt, die werden zu Mondpreisen hier verkauft und der Gewinn, ich meine nicht den Umsatz, der Gewinn bei den Flüssiggas-Exporteuren ist pro Tanker sind das 200 Millionen Euro pro Schiff, das darüber kommt mit diesem Flüssiggas. Und da kann man natürlich fragen, all das wiegt als umso schwerer, als das, also wenn man bedenkt, die verfehlen die Ziele in Russland. Die Gewinner sind die US-Amerikaner, die Verlierer sind die Deutschen oder Bevölkerungsteile, große Teile der Bevölkerung. Da fragt man sich, okay, vielleicht gibt es da irgendetwas, wovon wir noch nicht mitbekommen haben, also dass sie eine Strategie haben oder sowas, ja, dass sie irgendeine Strategie verfolgen. Da muss ich euch auch enttäuschen, es gibt keine politische Strategie dahinter. Die gibt es nicht. Es gibt keine Verhandlungsstrategie zur Beendigung. Also es gibt keine Strategie,
in der die Sanktionen eingebettet sind, sozusagen als Verhandlungsstrategie, um den Krieg in der Ukraine zu beenden. Sie sind losgelöst von irgendwelchen Strategien. Sie werden einfach gemacht. Und es gibt auch kein offizielles Dokument. Ich bin ja im Auswärtigen Ausschuss. Ich hatte gestern wieder Stress mit der Regierung dort im Auswärtigen Ausschuss, weil ich es gewagt habe zu fragen, ob denn Deutschland Anstrengungen unternimmt im Rahmen des G20-Gipfels, was ja im Mitte November jetzt hier stattfinden wird auf Bali, irgendetwas tut, um ein Treffen zwischen Biden und Putin mit zu organisieren oder in die Wege zu leiten oder auszuloten. Da wird nicht dran gedacht. Aber es gibt kein Dokument, das Aufschluss irgendwie über die Existenz einer europäischen Sanktionsstrategie gibt, dass die Sanktionen mit konkreten politischen Zielen sozusagen verknüpft sind oder Aussagen macht, unter welchen Bedingungen die Europäische Union eine weitere Verschärfung oder auch eine Aufhebung zum Beispiel der Sanktionen denn überhaupt in Aussicht stellt. Was muss passieren, dass das aufgehoben wird oder abgefedert wird oder sonst was, gibt es keine Strategie. Und die immer weitere Verschärfung dieses EU-Sanktionsregimes hat die russische Führung ihrerseits dazu bewogen, Gegensanktionen zu treffen. Ja? Die haben gesagt, okay, wir kämpfen dann zurück. Wenn ihr sanktioniert uns hier, wollt uns ruinieren, da braucht man sich natürlich nicht wundern, dass der Gegner dann sagt, wir sanktionieren auch. Ja? Wir werden euch auch sanktionieren. Und so haben sie Gegensanktionen verhängt. Und so wurden zum Beispiel die Gaslieferungen reduziert. Sie wurden reduziert in manchen europäischen Ländern im Baltikum. Jetzt wurde jetzt nochmal gemeldet mit Moldau. Also wurde das sogar ganz gestoppt, die Lieferungen, die Gaslieferungen. Und hinzu kommt jetzt die Gassprengung Nord Stream 1 und Nord Stream 2, wo keiner weiß, wer das sein soll. Die Bundesregierung verweigert jedwede Aussage dazu, auch unter Geheimhaltung wird nichts ausgesagt, gar nichts wird gesagt dazu. Und diese Sprengungen sollen dann halt der Sargnagel sein für günstiges Gas aus Russland. Und infolge des Krieges und, muss man sagen, der Sanktionen haben sich die Energie- und Nahrungsmittelpreise einfach weltweit vervielfacht. Ja, in Europa und in Deutschland befeuern Krieg, die Sanktionen der EU und die Gegensanktionen Russlands wiederum, die Inflation, das heißt, die Bürgerinnen und Bürger müssen viel mehr Geld für ihre Einkäufe einfach bezahlen oder anders ausgedrückt, sie bekommen viel, viel weniger für das Geld, was sie haben. Und auf Deutschland rollt derweil eine Welle von Firmenpleiten wegen nicht mehr bezahlbaren Energiepreisen. In Nordrhein-Westfalen, wo ich ja herkomme, aus meinem Bundesland, hat zum Beispiel der Autozulieferer Borges jetzt mit über 6.000 Vollzeitbeschäftigten aufgrund der gestiegenen und nicht mehr kalkulierbaren Energiekosten Insolvenz gemeldet. 6.000 Vollzeitbeschäftigte, ja. Und in Freiburg, in Baden-Württemberg, hat der Seifenhersteller, ein Traditionsunternehmen Kappus, kennt vielleicht der ein oder andere, nach über 170 Jahren, muss man sich mal vorstellen, nach 170 Jahren Betrieb haben die Insolvenz gemeldet, dieser Hersteller. Und in Sachsen-Anhalt hat der Süßwarenhersteller Bodeta nach 130 Jahren jetzt Insolvenz gemeldet. Löhne und Gehälter sind zwar noch bis Ende November von der Bundesagentur für Arbeit gesichert, aber dann ist auch Schluss, ja, aus die Maus. Und für jeden dritten Betrieb geht es um die Existenz, war zum Beispiel hier der Industrieverband Bund der Deutschen Industrie in einer aktuellen Studie. Fast jede vierte Firma denkt darüber nach oder ist schon eigentlich dabei, Teile der Produktion sowie Arbeitsplätze ins Ausland zu verlagern. Und beim Ausland muss man dazu sagen, dass viele die Produktion verlagern in die USA. Weil wir im Vergleich zu den USA sind, also die Kosten dort für Energie sind 8-mal weniger. Wir haben 8-mal höhere Energiepreise, als es in den USA der Fall ist. Als ich vor kurzem mit der Delegation da war und die Amerikaner damit konfrontiert habe, die wussten das nicht. Haben alle ganz ungläubig geguckt, die Abgeordneten im Kongress, ja, die konnten das kaum glauben, dass wir 8-mal mehr für Energie bezahlen. So. Und dann aber meinen die, wir sollen stark bleiben, stabil bleiben und weitermachen in unserem Kurs gegen Russland.
das ist natürlich wirklich lachhaft, wenn man bedenkt halt, was die Menschen für einen Preis dafür zahlen müssen. Und fast jedes zehnte Unternehmen hat die Produktion bereits gedrosselt oder sogar unterbrochen in Deutschland. Und die Beschäftigten bei diesen Unternehmen stehen natürlich vor der Frage, wie sie eigentlich diese hohen Lebensmittelpreise und Energiekosten mit Kurzarbeitergeld bezahlen. Also ich meine, okay, es gibt in Deutschland Kurzarbeitergeld. Ist ja auch gut, ja, bevor man vor absolutem Verlust des Gehalts steht. Aber es ist natürlich um 40% mindestens geringer als der normale volle Gehalt. Und wie soll man das dann mit Kurzarbeitergeld die höheren Kosten tragen und die Familien eben auch durch den Monat bringen? Aber es ist nicht nur so, dass diese Traditionsunternehmen, es ist auch so, dass der Handwerkerzentralverband zum Beispiel Alarm schlägt, weil viele Betriebe die Kosten für Strom und Gas nicht mehr bezahlen können. Darunter sind eben die Bäckereien, die teilweise seit Jahrzehnten und Jahrhunderten in Familienhand sind in Deutschland und jetzt wirklich in die Knie gehen, die Bäckereien. Das sind Glasereien, das sind Getränkehersteller und, und. Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratscher, hat jetzt gerade aktuell, rechnet er, hat er gesagt, aufgrund dieses anhaltenden wirtschaftlichen Abschwungs und mit einer Insolvenzwelle in Deutschland in den kommenden beiden Jahren. Ja, in den kommenden beiden Jahren. Und mittlerweile sehen 4 bis 10 Unternehmen, also 4 von 10, Entschuldigung, Unternehmen für sich die Gefahr, einfach pleite zu gehen. So, und das ist, und es reicht noch viel weiter. Also ein Horrorszenario wird halt Realität. Auch bei den Krankenhäusern wächst zum Beispiel jetzt das Insolvenzrisiko. Allein in meinem Wahlkreis in Bochum muss das katholische Klinikum in Bochum zum Beispiel mit etwa 1.500 Betten im nächsten Jahr 7,3 Millionen Euro mehr Geld für Gas und Strom bezahlen, als sie es bisher getan haben. Also plus 7,3 Millionen. Wir haben es mal ausgerechnet, hochgerechnet auf die Krankenhäuser in ganz Deutschland. Bei so einer Steigerung der Energiekosten wären das 4 Milliarden Euro Mehrausgaben allein für die Energie, was die Krankenhäuser bezahlen müssen. Und erschrecken muss auch uns alle hier eine Meldung in der vergangenen Woche in der Berliner BZ. Wegen des stark gestiegenen Energiekosten könnten demnach bestimmte Arztpraxen in Berlin bereits ab November ihren Betrieb reduzieren. Arztpraxen. Laut Kassenärztlicher Vereinigung in Berlin wird ein solcher Schritt derzeit vor allem für Praxen hier für Radiologie, Nuklearmedizin, Strahlentherapie und Dialyse geprüft. Ja, also die besonders viel Strom benötigen natürlich in der Praxis. So berichtet zum Beispiel eine radiologische Praxis mit zwei Ärzten, dass sie statt 3.800 Euro jetzt 18.000 Euro monatlichen Abschlag für Strom zahlen müssen. Ein medizinisches Versorgungszentrum, MVZ für Radiologie, Strahlentherapie und Nuklearmedizin, hat eigenen Angaben zufolge 2019 noch 250.000 für Strom bezahlt. Und für das laufende Jahr rechnen Sie mit einer Rechnung von 800.000 bis 1 Million Euro, ein MVZ. Und um Stromkosten zu sparen, wird jetzt überlegt und diskutiert, die Laufzeit der Geräte zu reduzieren. Die Laufzeit der Geräte zu reduzieren, um Energie zu sparen, heißt natürlich dann letztendlich, dass es weniger Termine geben wird für die Patienten. Und wenn Dialysepraxen schließen müssen, dann heißt das ja faktisch eigentlich ein Todesurteil für Dialysepatienten, ja? Also ich meine, das muss man sich mal irgendwie vorstellen. Und wenn man das alles sieht, was da passiert aufgrund dieser Reaktion des Westens auf diesen Ukraine-Krieg, dann ist es wirklich nichts als Hohn, wenn man dann wiederum von politisch Verantwortlichen hört, wir stünden vor einem Winter der Herausforderungen oder wir müssten jetzt hier mehr Pullover anziehen oder irgendwie wir sollen weniger duschen oder sowas, ja, oder irgendwie Kerzen bereithalten. Das sagt ja der schwarze Koffermann hier Schäuble.
dass man jetzt hier Kerzen bereithalten solle, damit es halt irgendwie warm wird zu Hause oder man Licht sparen kann oder beziehungsweise für den Fall, dass es Blackouts, also Stromausfälle geben sollte. Und es ist auch eine Irreführung der Öffentlichkeit, wenn jetzt der Wirtschaftsminister Habeck verkündet, die Gasspeicher seien gefüllt. Also einerseits sagen, die Gasspeicher sind gefüllt, aber gleichzeitig sagen, die Bürgerinnen und Bürger müssten 30% einsparen, damit man keine Gasmangellage hat in Deutschland über den Winter. Ich meine, das ist ja wirklich eine Irreführung einfach. Das ist ja ein totaler Betrug und eine Täuschung. Die Gasversorgung ist eben offensichtlich nicht sichergestellt. Ja? Sonst würde man ja nicht sagen, man braucht 30%. Man soll 30% mindestens weniger verbrauchen, um eine Mangellage eben zu umgehen oder zu verhindern. Ganz im Gegenteil, man hofft halt auf gutes Wetter, damit man halt nicht heizen muss. Es geht doch vor allen Dingen darum, dass hier einfach der schwarze Peter geschoben wird auf die Bürgerinnen und Bürger. Ja, die Gasversorgung ist nicht sichergestellt in Deutschland. Und deshalb werden die Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, eine Gasmangellage zu verhindern, indem sie mindestens 30% sparen. Am Ende werden sie sagen, der Bürger ist schuld. Ihr habt nicht gespart. Ihr böse, böse Bürger. Ja, ihr habt nicht gespart. Und deshalb haben wir eine Gasmangellage. Aber ihr Bürgerinnen und Bürger seid nicht verantwortlich für die Gasversorgung in diesem Land. Es ist die Regierung, die verantwortlich ist dafür, gute, kostengünstige Energie möglich zu machen in diesem Land. Und deshalb ist es einfach eine bewusste Täuschung und Irreführung der Öffentlichkeit, so zu tun, als wenn die Gasspeicher gefüllt wären und die Gasversorgung gesichert sind. Wenn es nicht klappt, wollen sie es eben den Bürgerinnen und Bürgern in die Schuhe schieben. Und tatsächlich geht es auch nicht nur um ein paar Monate, wie einige uns weismachen wollen, sondern es geht wirklich über diesen Winter hinaus. Die Energiekrise wird nach Einschätzung jetzt ganz aktuell des Internationalen Währungsfonds noch lange andauern. Da sagte mich jetzt am Montag, wurde im Handelsblatt die Vizedirektorin des Internationalen Währungsfonds zitiert, mit dieser Winter wird schwierig, aber der Winter 2023 könnte noch schlimmer werden, also der danach kommt. Und die Energiekrise wird nicht mehr so schnell verschwinden, die Energiepreise werden noch für längere Zeit hoch bleiben. Und für das kommende Jahr wird für den Industriestandort Deutschland von einem Rückgang der Wirtschaftsleistung von 0,3% gerechnet. Aber das ist der jetzige Zeitpunkt. Also in ein paar Wochen wird es schon wieder schlechter aussehen, diese Prognose. Und deshalb, ich glaube, was Fakt ist, es ist natürlich gut und richtig, auf erneuerbare Energien zu setzen, aber es ist auch genauso richtig festzustellen, dass das von heute auf morgen eben nicht geht, ja. Und da muss man sich eben auch ehrlich machen und man muss sich auch ehrlich machen, dass diese ganzen Hilfspakete bei weitem nicht das auffangen werden können, was die ganzen Sanktionen hier als Bumerang nochmal zurückschlagen. Also vielleicht können diese Hilfspakete ein paar Wochen, ein paar Monate hinhalten und vielleicht abfedern. Aber sie werden nicht abfedern die drohende Deindustrialisierung in diesem Land. Das werden diese Pakete nicht abfedern helfen. Das Einzige, was helfen wird, ist, dass wir bezahlbares Gas und bezahlbaren Strom haben in Deutschland. Und dafür braucht es nun mal ein Zugehen auf Russland. Ja, man muss auf Russland zugehen und sich für das Ende dieser Sanktionen stark machen. Anders wird das nicht passieren. Es braucht Verhandlungen für einen Waffenstillstand. Es braucht eine Verhandlungslösung im Krieg in der Ukraine. Und das ist es, worüber wir reden müssen eigentlich in Deutschland, worüber lauter geredet werden muss und worüber noch viel mehr geredet werden muss, als es der Fall ist. Und die Umfragen in Deutschland, die zeigen eigentlich, dass diese Meinung keine singuläre Meinung ist. Das ist eine Mehrheitsmeinung mittlerweile. Die Mehrheiten sind dafür da. Es gibt eine Umfrage, 77% der Bundesbürger sagen, Zitat, dass der Westen Verhandlungen über eine Beendigung des Ukraine-Krieges anstoßen sollte.
Zitat Ende. 87% der Befragten halten es für richtig, dass die westlichen Regierungschefs weiterhin mit dem russischen Präsidenten Putin sprechen. Und die Körperstiftung hat jetzt am Montag eine Studie veröffentlicht, in der sie konstatieren, die von Bundeskanzler Scholz ausgerufene Zeitenwende ist in den Köpfen der Deutschen noch nicht angekommen. Ja, ich sag dazu, das ist auch gut so, dass sie nicht angekommen ist, ja. Und wir müssen auch alles dafür tun, dass sie niemals da ankommt und Unterstützung findet. Ich finde, wir müssen da wirklich alles dafür tun, dass mehr Diplomatie in Richtung Verhandlungslösung da ist, dass die Sanktionen verschwinden und dass wir wieder bezahlbares und sicheres Gas und auch Strom haben. Zu dem Punkt, also diejenigen, die ja sagen, man könne ja nicht verhandeln mit so einem Land, dass er jetzt einen Krieg angefangen hat und so weiter. Ich will nur mal daran erinnern, dass es überhaupt kein Problem ist, offensichtlich, Energie zu betteln bei terrorunterstützenden Staaten wie Saudi-Arabien, Katar oder Emirate, die seit Jahren einen barbarischen Krieg im Jemen führen. 400.000 Tote bisher, seit 2015 läuft dieser Krieg. 400.000 Tote, Millionen von Flüchtlingen, 21 Millionen allein an Hunger leidende Menschen im Jemen. Und die Menschenrechte in diesen Ländern werden auch mit Füßen getreten. Und das ist überhaupt kein Problem mit denen, hinzugehen, Shake Hand zu machen, wie Scholz es gemacht hat mit dem Kronprinzen MBS in Saudi-Arabien. Und noch dazu kommt ja, dass man auch noch Waffen vertickert an diese Länder. Also wir verkaufen ja keine Waffen an Russland oder sowas. Aber ich finde, wir müssen da wirklich wegkommen von dieser Spur. Der Krieg ist furchtbar in der Ukraine. Der muss gestoppt werden. Und zwar besser gestern als heute. Aber den stoppt man nicht, indem man sich selber amputiert wirtschaftlich. Und diese Selbstamputation, die muss aufhören. Eine Veranstaltung des Mieterechos. Weitere Informationen unter www.bmgev.de oder dem YouTube-Kanal Wohnen in der Krise.